lebe auf Kreta. 10 Tage habe ich warten müssen und jetzt sind sie da, die toten Katzen, die Dead Cats für mein Roland R26 Field Recorder und mein Shure SM58, das ich auch als Reporter-Mikro benutzen möchte. Bestellt habe ich beim Mikrofon Windschutz Gutmann. Die Firma hat sich auf Windschutz für Mikrofone spezialisiert und liefert für nahezu jedes Mikrofon, jeden Field Recorder und für viele On-Kamera-Mics die kleinen Felle, die unseren Ton vor Windgeräuschen schützen. Und das zum Einheitspreis von 26,50 Euro. Im Ausland plus Versand. Sie versenden in alle Welt, auch über eBay und liefern prompt. Die Sendung ist versichert. So kann man auch im Ausland beruhigt bestellen, so wie ich das getan habe. Doch jetzt bin ich erstmal gespannt. Mein Roland R26 und mein Shure SM58. Der Roland kam mit einem Schaumstoffwindschutz, der nicht besonders toll aussieht, auch nicht gut hält. Naja, und nützen tut er auch nicht viel. Für meinen Shure hatte ich bisher gar keinen Windschutz. Hier ist das Paket. Unten ist handschriftlich vermerkt, dass es versichert ist und welche Produkte drin sind, nämlich Windschutz für den Roland und für das Shure-Mikrofon. Ein Plastiktütchen enthält die beiden Windschutzfälle. Das hier ist wohl das für den Roland. Mal sehen, ob er gut drauf passt. Wenn man hier festhält und drüber zieht, naja, ist gar nicht so schlimm, den aufzuziehen. Sieht gut aus und sieht auch aus, als würde es seine Arbeit tun. Nur mal sehen, was mit dem Shure los ist. Naja, gar nicht so einfach. Doch, so geht's. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft und sieht aus, als könnte er das auch. Doch das müssen die beiden erst unter Beweis stellen. Und dazu braucht's einen windigen Tag. Hallo liebe Freunde, heute ist der windige Tag. Wir sind auf eine ganz exponierte Stelle in Kreta gegangen. Ihr seht hinter mir die Messaratif-Ebene. Ich werde bei Gelegenheit noch mehr darüber berichten. Aber heute geht es um diesen Windtest. Und zwar habe ich hier mein Shure und ich habe hier mein R26. Beide haben jetzt einen Windschutz. Der Wind ist ziemlich stark, ihr werdet ihn also hören. Aber die Frage ist, wie gut hört man meine Stimme? Jetzt nehme ich mal, es nimmt gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen auf. Das kann der R26, also es gibt da kein Problem. Was ich jetzt machen will, ist, ich werde jetzt einen nach dem anderen den Windschutz abnehmen und dann mal sehen, was passiert. Jetzt habe ich beim R26 den Windschutz abgenommen und jetzt hat der Wind natürlich auch aufgehört. Der ist lang nicht so stark wie vorher, aber wir können einen Augenblick warten. Ja, jetzt kommt der Wind wieder auf. Jetzt haben wir einen Vergleich, wie das ist, wenn das R26 ohne Windschutz, während ich das Shure-Mikrofon immer noch mit Windschutz habe. Nun nehme ich hier den Windschutz auch ab und jetzt könnt ihr hören, was der Wind von meiner Stimme übrig ist. Auf meinen Kanälen. Ich hoffe, der Test war anschaulich und gut und er wird gut. Doch nun zur Auswertung des kleinen Tests. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich die Mikrofone zusammen und einzeln mit und ohne Windschutz geschaltet. Die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Zunächst konnten wir feststellen, dass die Dead Cats bei beiden Geräten ihre Arbeit tun. Trotz des starken, böigen Windes waren mit Windschutz kaum hässliche Windgeräusche zu hören. Weder beim Roland R26 noch beim Shure SM58.
zusammen oder einzeln geschaltet. Meine Stimme war klar und verständlich. Ohne Windschutz jedoch sah das ganz anders aus. Beim R26 ganz übel. Als der Wind kurz abgeflaut war, konnte man meine Stimme gerade noch so verstehen. Doch als die Bö wiederkam, war alles aus. Meine Stimme ging in dem fürchterlichen Krachen völlig unter. Während der Sound des Shure mit dem Windschutz noch kaum beeinträchtigt war. Als ich den Windschutz vom SM58 abnahm, nahmen auch die Windgeräusche deutlich zu. Doch meine Stimme war zu jeder Zeit noch gut verständlich. Die Windgeräusche waren deutlich geringer als beim R26 ohne Windschutz. Es krachte nicht so, sondern man konnte eher das Heulen des Windes vernehmen. Das ist wohl dem kugeligen Wind- und Popschutz zu verdanken, den das Shure von Hause aus mitbringt. Und der erstaunlich effektiv arbeitet. Es war wirklich windig. Zum Schluss wurde noch klar, Aufnahmen mit dem Kameramikro wären unter diesen Umständen völlig unmöglich gewesen, wie ihr deutlich hören konntet. Nun mein Fazit. Die Dead Cats von Mikrofon Windschutz Gutmann machen ihren Job gut und sind ihren Preis wert. Nun, in einer weiteren Folge werde ich mich ein wenig mit dem Handling des R26 beschäftigen. Ein wirklich toller Field-Recorder mit vielen Features. Mein Name ist Wolfgang Zieger und ich lebe auf Kreta.